Kontrollgang im sächsischen Löbau. Frau Wendler von der Wohnungsbaugesellschaft überprüft Hartz-IV-Empfänger, deren Zuhause auf sonderbare Weise verkleinert wurde, denn sie leben in einer zu großen Wohnung und mussten einen Raum abgeben. Warte, keine Angst haben. Hallo. So. Frau Schmalz, ich gucke mir jetzt das Zimmer mal an. Ja, bitte. So. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich schaue jetzt danach, ob das Zimmer leer ist. Die Leute dürfen in das Zimmer. Also das ist nicht so, es darf nur nicht bewohnt werden, weil ja von Hartz IV normalerweise das Zimmer verschlossen wurde und die Leute die Quadratmeter vom Mietvertrag weg sind, runter sind und folgedessen dürfen die Leute den Raum nicht bewohnen. Das Zimmer ist abgeschlossen. Die Mieter behalten einen Notschlüssel. Und wehe, jemand begeht illegale Raumnutzung. Jawohl, wunderbar. Was gucken Sie da? Steht auf der Null. Was schauen Sie? Ich gucke jetzt auf das Thermostat, ob hier Heizung verbraucht wurde. Und hier kann ich Ihnen sagen, bei Nullstand ist niemand im Zimmer. Für die ukrainischen Spätaussiedler offenbar kein Problem. Ein Umzug wäre auch zu teuer gewesen. Also ist das nicht ein bisschen komisch, wenn man so ein leeres Zimmer in der Wohnung hat? Ach, eigentlich nicht. Wir vergessen schon, dass die dort ist. Wissen Sie, wenn die man nicht braucht, da braucht man nicht. Zuständig für die Umsetzung der Hartz-IV-Vorgaben ist der Fachdienst für Beschäftigung und Arbeit. Hier kam ein Beschluss des Kreistags wegen der neuen Richtlinien für die Unterkunftskosten nach dem Sozialgesetzbuch 2 an. So ist geregelt, wie viel Wohnfläche ein Hartz-IV-Empfänger genau bewohnen darf. Fein aufgeschlüsselt nach Quadratmetern und Euros. Zur Orientierung hat der Kreistag eine Richtlinie beschlossen. Und darin heißt es in Übereinstimmung mit deutschlandweiten Obergrenzen, der Ein-Personen-Haushalt darf 45 Quadratmeter maximal an Wohnfläche beanspruchen. In Geld ausgedrückt ist das für unser Mietniveau etwa 280 Euro. Weil kleine Wohnungen in Löbau Mangelware sind und die Wohnungsbaugesellschaft als Vermieter keinen Leerstand will, hatte man die Idee der unbewohnten Zimmer. Frau Wendler mit einer Zwischenbilanz. Dort sind zum Beispiel, in dem Haus habe ich 3. In dem Haus habe ich 4. In dem Haus dort hinten habe ich 2. Auf dieser Seite sind auch 2. Dort habe ich 1 Wohnung. In diesem Block habe ich 2 Stück. In dem Block gar keine. In dem habe ich auch keine. Und in diesem Block habe ich auch 2 Stück. 94 Haushalte wurden in Löbau schon künstlich verkleinert. Eine kleine Sperrzone als absurde Folge der größten Arbeitsmarktreform in der Geschichte der Bundesrepublik. Der nächste Fall in der Heidenstraße 7. Vaclav Volokov, ursprünglich aus Kasachstan, wurde von seiner Frau, seinen Kindern und einem Großteil der Möbel verlassen. Damit war die Wohnung laut Gesetz zu groß für ihn. Konsequenz, von 3 Zimmern bewohnt er jetzt nur noch 1. Komisch, ja. Ja, 3 Zimmer Wohnung. Und ich war in der Wohnungsverwaltung. Für mich war keine ein Wohnungszimmer. Und also ich wohne in 3 Wohnungszimmern. Gravierende Verstöße von heimlicher Zimmerbenutzung hat die Hausverwalterin noch nicht aufdecken können. Möglicher Grund die regelmäßigen Kontrollen. Schönen guten Tag, Frau Ritter. Guten Tag. Frau Ritter, ich komme noch einmal zu Ihnen. Ich möchte mir gerne das Zimmer noch mal angucken. Ja. Hallo, Herr Ritter. Hallo, grüßen Sie sich. No. Kommen Sie rein. So, gucke ich mir das mal hier an. Ja, sehr schön. Die Mieter haben weniger Wohnraum und der Eigentümer weniger Geld. Von einer klassischen Win-Win-Situation kann nicht gesprochen werden. Das sind so ca. 50 bis 60 Euro. Ja, 60 Euro. Was an der, 60 ja, Euro, ja, 60 Euro, was an der Miete weniger ist. Ja. Weniger, ja. Was sie weniger hat. Was aber auch Ihnen als Hausverwaltung fehlt. Ja, ich meine, einen Kompromiss müssen wir eingehen. Ob die ganzen Wohnungen jetzt leer stehen oder wir machen ein Zimmer zu. Also das muss dann das, also wir als Unternehmen mit in Kauf nehmen. Bis vor kurzem lebte die Enkelin der Mieter im Haushalt. Als sie auszog, blieb der Raum leer. Würde sie zu Besuch kommen, dürfte sie nicht in ihrem alten Zimmer schlafen.
Das sollte eigentlich in der Richtung nicht benutzt werden. Na, dass jetzt hier, man denkt, wenn Besuch kommt, die schlafen dann alle drin. Also das tun wir mal nicht in Augenschein nehmen. Warum? Ja, aus dem Grunde, ich will mal sagen, dann kommen vielleicht doch mal Schwierigkeiten gegenüber anderen Mietern. Na, die sagen, wir haben dann die Wohnung, wir bezahlen und die können die Zimmer nutzen. Und da müssen wir auch wieder ganz vorsichtig sein. Die einzigen realen Einsparungen sind die Heizkosten für das Zimmer. Dafür kann das Treppenhaus mitgeheizt werden. An der Zimmerfront herrscht erst einmal Ruhe. Dafür gibt's kurzzeitig ein neues Problem. Illegaler Müll. Eine Tatverdächtige ist schnell ausgemacht. Gucken Sie mal, hier ist ein Haufen Papier drin. Habt ihr solche Auslegware? Nein, das ist meine. Das hier. Was ist das? Es geht jetzt speziell um das Sack, denn die das Leute... Das ist meine, ich weiß nicht, wer... Nee, hier. Guck mal her, Die holst du wieder raus, das ist Glas. Und das kommt in die Glascontainer und nicht hier rein. Wie du das jetzt rausholst, ist mir scheißegal. Jetzt seh zu, wie du das Ding hier rauskriegst. Was ist denn mit der Kiste hier? So sind sie, dann hauen sie ab. Was hol jetzt? Die Beschuldigte ergreift die Flucht. Der Müll bleibt unsortiert. Es folgt der Ruf nach der Ordnungsmacht. Ernsthaft die Strafe kriegen. Entweder die machen die Ordnung oder fliegen sie raus aus der Wohnung. Das gibt es im Westen auch nicht. Meine Kinder wohnen im Westen. Aber hier im Osten kann jeder machen, was er will. Herr Kammel, wir haben sie nicht die gleichen Gesetze. Sie sagen mir den Namen. Ja, und die dann Namen ich, kann dann ich, muss ich nennen. Ich kenne nur die Autonummer. Ich kenne die alle. Die ziehen ja ein, aus wie nichts. Zurück zum Löbauer Modell. Das sorgt als Aktion Zimmerfrei mittlerweile für bundesweites Interesse. Sogar die Super-Elu, das Kampfblatt für den wendegeplagten Ossi, ist extra angereist. Aber die ist ja zu. Na, dann machen Sie so auf. Genau. Und jetzt macht Frau Schmalz Ihnen die Tür auf. Ja, Sie machen mir die Tür auf. Jo. Gut, und dann gehen Sie einmal zusammen rein. An dieser Stelle möchte sich Spiegel TV mal bei den Verantwortlichen von Hartz IV bedanken. Subtile Auslegungen des Gesetzes bieten immer neuen Stoff zur Berichterstattung. Okay, und dann